zur Reinigung und demokratischen Erneuerung und zeitgemäßer Lebensläufe. Am besten ist, Sie schicken Ihren alten Lebenslauf heran. Ja? Ja, das ist sehr gut. Wir arbeiten ihn um auf die gegebenen Verhältnisse. Mhm, natürlich ganz individuell für alle 4 Zonen. Ja, nein, nicht vor dem 27.10:30 Uhr. Die Leute sitzen eine Schlange im Wartezimmer. Ja, also am 27. Wiederschauen. Der nächste, bitte. Guten Tag. Oh, guten Tag. Das ist reizend. Bitte schön. Nehmen Sie Platz. Sehr freundlich. Ja, danke schön. Ihr Name? Mein Name ist Wendig. Adolf Wendig. Adolf? Ja, leider, ne? Haben Sie keinen anderen Taufnamen? Ja, doch. Ja, schön, der wäre. Hermann. Schon während meiner Schulzeit. Oh, warte. Nee, was jetzt kommt, das ist auch, geht auch schon nicht mehr. Ist auch schon zu altmodisch, möchte ich mal sagen. Och, Wendig, vergessen Sie nicht den Grundsatz meiner Firma: aus alt macht neu. Nur Mut. Ja, natürlich, eben. Aus alt macht Mut. Hm. Hier. Schon während meiner Schulzeit machte sich die blutmäßig in mir schlummernde Führerpersönlichkeit dadurch bemerkbar, dass ich bei Klassenausflügen stets spontan die Spitze nahm und die Mitjungmannen unter Absingen schlichter Volksweisen hinter mir hermarschieren. Das ist ein dicker Hund. Jetzt merke ich es auch. Ja, Sie müssen ein zauberhaftes Kind gewesen sein. Russische Fassung. Die klassenkämpferische Gesinnung ließ mich schon frühzeitig zum Anwalt der unter der Fuchtel des Lehrers geknuteten Schulgenossen werden. Ja? Gut. In revolutionären Sprechchören wandte ich mich gegen das beginnende geistige Joch, das das Paradies unseres Analphabetentums zu Schanden machen wollte. Oh, gut? Ja. Großartig. Ich bin auch mal ehrlich gespannt, wie Sie das auf dem Westen hinkriegen wollen. Sanfter. Sanfter. Sanfter, ja, mein frühzeitig entwickeltes demokratisches Empfinden, das hatten Sie doch frühzeitig entwickelt, Herr Westen. Ja, lassen Sie nur nicht stören. Ließ mich schon in der Jugend gegen die militaristischen Allüren meiner auf dem Reserveoffiziersstandpunkt verharrenden Lehrer auftreten. Ah, ja. Schön? Ja. Ja. Nein. Waren Sie Soldat? Ja, und ob? Nein, nein. Leider. So, lesen Sie vorher. So, ja, ja? Das habe ich hier auch. Mhm. Hier habe ich. Freiwillig! Mhm. Wollte ich Sie dann bitten, auch zu ändern? Ja, Herr Wendig. Freiwillig folgte ich begeistert dem Ruf des Führers zu den Waffen. Ja, Moment. Gezwungenermaßen wurde ich Soldat. Natürlich gezwungen. Ja, Aus hartem Fronteinsatz riss mich kurz vor der Ernennung zum Offiziersanwärter leider eine UK-Stellung aus dem Ehrenkleid der Nation. Brachte es wegen meines inneren Protestes gegen den Militarismus nur bis zum Obergefreiten? Yeah. Oder wollen Sie Stabsgefreiten? Ach, das ist ganz gleich. Und darf ich jetzt leider nur noch... Das heißt, Stabsgefreiter wäre mir schon lieber. Ich meine, wenn es noch geht. Ja, wenn ich. Natürlich, ist ein Preis. Und darf ich jetzt leider nur noch in der Rüstungsindustrie zum Endsieg beitragen? Und konnte so unauffällig die deutsche Rüstung sabotieren. Ja. So, Herr Wendig, dieser letzte Satz gilt für alle 4 Zonen. Er macht sich gut, er lässt sich nicht beweisen und zeigt eindeutig, dass Sie immer dagegen waren. Aber, kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, ich hätte da noch eine Bitte. Ich dachte, weil wir sind einmal so schön dabei und ich finde, ein bisschen Widerstand könnte ja eigentlich nichts schaden, ne? Nein, schaden nicht, aber es ist schwierig. Schwierig? Schwierig. Haben Sie während des Krieges zu irgendeiner Zeit irgendjemanden im Keller versteckt? Im Keller? Ja. Oh, warte, nee. Im Keller hatte ich eine immer nur Wein. Nur bei den guten Tropfen. Ja? Dann geht's, Herr Wendig, dann geht's. Den ganzen Krieg über versteckte ich im Keller einen gewissen Oppenheimer. Hier ist das Internationale Transplantation Center. Herzen und andere Eingeweideteile. Einen herzlichen guten Morgen. Ein Flugzeugabsturz, ach. Ja, wie viel? 45 Exemplare. Mhm. Ja, wir nehmen den ganzen Posten. Natürlich, einiges transplantieren wir gleich kurz und klein, das andere geht auf Eis und kommt nach Kapstadt. Eine Sekunde bitte. Internationale Eingeweide en gros. Nein, mit Nieren ist im Moment nichts da bei uns. Nein, wenden Sie sich an Kidney International, Chicago.
Oder warten Sie mal, ich habe einen Flugzeugabsturz an der Strippe. Vielleicht ist da... Hallo, ist da mit Nieren was bei Ihnen drin? Und wie lange liegt die Ware schon? Entschuldigung, wann war der Absturz? 7 Stunden. Oh, 7 Stunden. Naja, das ist auch nicht gerade marktfrisch. Ne? Also vergammelt würde ich nicht sagen. Nein, nein, nein. Für AOK-Transplantationen dritter Klasse langt es immer noch. So eine ganz persönliche Frage. Wie sehen Ihre Nieren aus? Gut, ja, ist nett. Sekunde. Ja, ich habe was für Sie. Machen Sie den Patienten ruhig schon mal auf. Wir liefern todsicher. Ja, wie komme ich auf todsicher? Ja, sagen Sie mal, mit Herzen sind Sie eingedeckt? Sekunde, ich frage, ja, sind die Herzen okay? Nein, nein, ich frage nicht, nicht von ungefähr. Hören Sie, das letzte Mal bei dem Autorennen, das war vielleicht eine Schweinerei. Da haben Sie ja versucht, uns Schimpansenherzen unterzujubeln. Ja, ja, Konjunktur hin, Konjunktur her, aber was zu weit geht, geht zu weit. Nein, 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 farbige Herzen und weiße sind ein Preis. Ja, nur bei katholisch und evangelisch. Ne? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und hier meldet sich wieder der Wahlsonderdienst der Westdeutschen Fernsehanstalt. Und hier haben wir schon das erste Teilergebnis. Es kommt wie immer aus dem Wahlbezirk Forsthaus Silberwald. Vielleicht gibt es nun schon einen kleinen Hinweis auf den Ausgang der Wahl. Stimmberechtigt 2, abgegebene Stimmen 1, ungültig 1. Wie schön, ist also noch alles offen. Und hier ist bereits eine weitere Meldung. Helgoland, Düne, Wassertemperatur 17, Luft 19. Luft hat also hier einen ganz klaren Vorsprung. Die schwierigen ökonomischen Probleme unserer Zeit können wir nur lösen, wenn wir die geistige, moralische Herausforderung begreifen. Was ist das für ein Stuss? Das Originalton Kohl, du hast. Ja, tschüss. Elfriede, eine Kollektion Aufkleber an die Jusos nach Mannheim. Atomtod, nein, danke. Adresse in der Kartei, geht auf Lieferschein. Guten Tag, grüß Gott, der Friede sei mit dir. Was darfst du denn sagen? Ja. Na? Ich wollte mal fragen, ob du irgendwie so ein paar Informationen für uns hast. Ah ja? Oder so, weil wir machen da so eine Friedensdemo irgendwie. Aha. Ja, ja, am nächsten Wochenende. In Leitring oder so. Ah ja, klar, helfen wir euch, Jungs. Dafür sind wir ja da. Ja, dann wäre eigentlich das Friedens-T-Shirt für euch das einzig wahre. Hier musst du dir natürlich euer Symbol drauf vorstellen. Das T-Shirt gibt es in 3 Größen. Ihr könnt es für 12 Mark verkaufen. Also, Junge, ich sag dir, es ist ein absoluter Renner. Friedenskalender und Friedenssandale und Friedenskassetten und Friedensknöpfe. Komm, sei friedlich. Da fehlt nur noch Friedensbier, Friedensschnapp und Friedenswürstchen. Also hör mal, Friedenswürstchen gibt's bei uns nicht. Haben wir überhaupt keinen Symbolwert. Wir haben viel was Besseres. Bisschen teuer, aber es ist für den Holzkohlengrill, die Friedenstaube. Ach Mensch, ja. Man fragt sich ja, warum der Führer nicht mal zumindest den Versuch unternommen hat, so einen Entnazifizierungsbogen auszuführen. Das stimmt, aber wir haben diesen FAZ-Bogen. Meinst du, den hätte er noch geschafft? Ich glaube schon. Bitte mach doch mal den Führer. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten, mein Führer? Meine eigenen. Ihre liebste Heldin in der Wirklichkeit? Meine Mutter. Ihr liebster Maler? Der späte Schickelgrober. Ihre liebsten Tugenden? Ordentlichkeit, Sauberkeit, Pünktlichkeit. Ihr größter persönlicher Fehler? Ich war viel zu gutmütig. Und Ihr Motto? Wenn das der Führer wüsste. Ja. Und damit, meine Damen und Herren, eröffnen wir den musikalischen Teil des heutigen Abends. Wozu wir vor allem die Freunde der Volksmusik ganz herzlich begrüßen. Ja! Ha, ha. Servus, für Gott und auf Wiederschauen. Machen Sie ihn gemütlich, schenken Sie ihnen ein Glas allein und begrüßen Sie Susi und Rolf, die rechtzeitig zum Jubiläum ein unvergängliches Denkmal unserer wunderbaren Heimat besingen. Auf geht's, Buben! Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt, an den Belt. Reicht seit über 40 Jahren nur noch Gottes Sternenzelt. Und weil die ganze Welt Deutschland so sehr liebt, ist sie froh, dass es 2 davon gibt. Durch meine Heimat geht eine Mauer, die hat manches schon erlebt.
doch diese Mauer wird überdauern, auch wenn die ganze Erde bebt, denn mit Seil und Hacken den Tod im Nacken hängen sie in der steilen Wand. Und wo nicht Edelweiß blühen, doch Suchstein darf man blühen, da brauchst du schon eine sichere Hand. Von Ost-Berlin zu mir zu kommen, hast auch du, mein Schatz, probiert. Hast die Mauer kühn erklommen, dabei ist es dann passiert. Und als am Himmelszelt die Sterne hell erschienen, gingst du von dieser Welt durch zwei Tellerminen. Durch meine Heimat geht eine Mauer, die hast du nicht überlebt. Doch das ist kein Grund zur Trauer, denn ich sing von früh bis spät. Denn Musikanten haben immer gute Laune und das Herz am rechten Fleck. Der Fleck, der ist geblieben, nur du, mein Schatz, bist weg. Jawohl!